fühlen will, muss hören. Marienhof wird Ihnen präsentiert vom Ersten und Nestlé LC1 Drink, dem Joghurtdrink zur Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte. Es wird viel passieren. Guck uns doch an. Du kennst nur noch deine Arbeit. Aber ich will leben. Verstehst du, leben? Und zwar so, als wenn jeder Tag der letzte wäre. Regina, ich verstehe wirklich nicht, was im Moment mit dir los ist. Diese Endzeitstimmung, das bist doch nicht du. Ach, Lee, jetzt lass doch den Kopf nicht so hängen. Uns wird schon irgendwo noch was einfallen, wie wir Tobi eine Lehre erteilen können. Hm? Wir können! Hab doch gesagt, dass ich gleich fertig bin. Merkwürdig. Boah, jetzt verrat doch mal, was es ist. Überraschung. Aber es ist schon richtig, du bist nicht Vegetarier. Ich liebe Fleisch. Besonders vom offenen Feuer. In Spanien gibt's Asado. Oh, dafür könnte ich sterben. Es riecht so ähnlich wie hier, nur... Boah, jetzt verrat doch mal, was im Ofen schmort. Was hier riecht, ist nicht mein Essen. Das riecht merkwürdig. Tja, Asado ist ja manchmal ziemlich heftig, aber... Was hier? Vielleicht macht irgendjemand eine Grillparty in der Nähe. Genau das wird sein. Die feiern, um uns einzuladen. So eine Frechheit. Wir feiern gleich unsere eigene Grillparty. Genau. Feuerwehrschein. Dir, Süße, kommst du auch? Du hast doch was, oder? Nichts. Ich wünschte nur, wir könnten die Zeit anhalten. Es ist so wunderschön mit dir. Ich will, dass es immer so bleibt. Warum auch nicht? Wir zwei gehören zusammen. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Heute in der Disco haben wir es wieder allen gezeigt. Und in deinem Top siehst du einfach klasse aus. Wenn ich nicht schon in dich verliebt wäre. Aber leider bin ich hier eingepennt. Hat dir das die Laune verdorben? Ach Quatsch, ganz bestimmt nicht. Gibt's einen anderen Grund? Nein, nein. Mach dir bitte keine Gedanken. Komm, lass uns schlafen. Wie ein altes Ehepaar. Würde ich sagen, jenseits der goldenen Hochzeit, hä? Ja,
Passt dir was nicht? Ich hab gedacht, wir frühstücken zusammen. Aber ihr seid ja wohl nicht so ganz ansprechbar. Hm? Ja, nicht so nett. Na, wohl nichts, ha? Ist was? Ja, hier, Frühstücken ist angesagt. Und zwar gemeinsam. Ich habe später noch ein Telefonat mit der Redaktion. Ich muss mich vorbereiten. Ja, jetzt machen wir nicht so einen Stress. Demnächst hängst du sowieso jeden Tag bei denen ab. Und ich finde, eigentlich sollten wir die Zeit bis dahin nutzen. Hättest du Lust heute Abend? Wozu? Eine Runde durch die Stadt drehen. Was unternehmen natürlich. Vielleicht morgen, Tobi. Heute nicht. Ja, was denn? Erst regst du dich dauernd auf und wenn ich da mal Zeit habe, dann diese Begeisterung. Ja, sag's ja, wie ein altes Ehepaar. Jenseits der goldenen Hochzeit, ich weiß. Aha. Hört endlich auf. Es tut mir leid, Tobias. Ich bin heute Abend schon verabredet. Mit Anna, wenn du es genau wissen willst. Ich habe auch mal was vor, nicht nur du. Ja, ist ja gut. Passt mir eigentlich auch, dann habe ich mehr Zeit für mein neues Klavier. Hallo Sandra, morgen. Mado. Sag mal, kann das sein, dass irgendwas in der Luft liegt? Irgendwas, was Frauen fertig macht und Männer nicht spüren? Sowas wie ein allgemeiner Hormonschub? Hör bloß auf. Genau das, was ich meine. Regina ist im Moment himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und fast gleichzeitig. Du hast Probleme, Mann, oh Mann. Ja, ich sag ja, eine weltweite Verschwörung weiblicher Hormone. Was würdest du denn davon halten, wenn ich mal ebenso bei dir vorbeikomme und deine Wohnung abfackle? Wie bitte? Naja, du hast schon richtig verstanden. Ich habe gestern Carlos Wohnung angezündet. Aus Versehen natürlich. Wie hast du das denn geschafft? Ach, saudumme Geschichte. Ich habe mich dann doch durchgerungen und wollte für ihn kochen. Das ist nicht so dein Ding, ich erinnere mich. Eben. Also hat mir glücklicherweise Elena so eine vorbereitete Lammkeule mitgegeben. Mit allem Schnickschnack in so Plastikschüsseln. Und diese Plastikschüsseln habe ich dummerweise auf den Herd gestellt. Und dann habe ich idiotischerweise nicht den Ofen angestellt, sondern außer in die Kochplatten. Autsch. Ja, diese Plastikteile, die haben sich dann in so einen fettigen Belag aus schmierigem Ruß verwandelt. Überall, in der ganzen Wohnung. Und das Zeug hat gestunken, dass man wahrscheinlich das alles spezial reinigen muss. Oder am besten gleich neu kaufen. Da lacht er. Das glaube ich doch wohl nicht. Es tut mir leid, Sandra, wirklich. Mann, verstehst du denn nicht? Carlo steht jetzt auf der Straße, der muss ins Hotel ziehen. Das ist eine reine Katastrophe. Der arme Carlos. Ja. Sei froh, dass nicht mehr passiert ist. Ich finde, du solltest das nicht so schwarz sehen. Nicht schwarz sehen? Ein Blick in seine Wohnung genügt und ich sehe von oben bis unten nur schwarz. Du bist doch hoffentlich versichert. Ja, finanziell bin ich abgesichert. Ja, also, wo ist das Problem? Carlos ist das Problem. Bei dem habe ich überhaupt keine Chancen mehr. Das Ganze ist jetzt gelaufen, bevor es überhaupt angefangen hat, nachdem ich seine Wohnung abgefackelt habe. Der hält mich doch für eine allerletzte Chaotin. Was ich noch nicht mal übel nehmen kann. So, das ist dein Ingwer-Tee. Danke, Pim. Bitte schön. Schade eigentlich, dass der Artikel über Casey schon fertig ist. Mensch, freu dich, deine erste eigene Arbeit im Kasten. Ja klar, ich bin auch total stolz drauf, echt. Aber jetzt werde ich erstmal die nächste Zeit in der Redaktion sitzen. Und das ist bestimmt nicht mehr so spannend. Das kannst du doch jetzt noch nicht wissen. Aber ich weiß, dass jemanden wie Casey zu interviewen, sowas passiert mir nicht nochmal. Das war ein Glücksfall. Na, das ist aber interessant. Hast du doch plötzlich ein Auge auf den Typen geworfen? Ja, aber nicht wie du denkst. Obwohl, er ist schon ziemlich cool. Ein richtiger Mann eben. Und ein genialer Basketballer. Ach, dieser Body. Toller Typ. Stimmt. Oh, du hier? Ich habe eine Freistunde. Und du? Das ist ja unglaublich. Seit wann joggst du heimlich? Seit heute. Jeder Tag, an dem nichts Neues beginnt, ist ein verlorener Tag. Wusstest du das nicht? Ah, jetzt verstehe ich. Du hast heimlich ein Esoterik-Seminar gebucht. Na, jetzt mal im Ernst. Ich habe das Gefühl, irgendwas bedrückt dich ziemlich.
meine zum Beispiel deine Bemerkung gestern Abend kurz vorm Einschlafen. Sowas sagt man doch nicht einfach so. Da gibt's doch einen Grund für. Nein, was für einen Grund soll's denn haben? Ich will eben, dass es mit uns so weitergeht wie bisher. Das ist alles. Ja, das will ich ja auch, aber deswegen geht's mir doch nicht gleich schlecht. Mir ja auch nicht, nicht wirklich. Regina, ich kenne dich jetzt lange genug. Du hast doch irgendwas. Ach, eigentlich sollte ich dich ja damit verschonen. Ich habe mal wieder eine Krise, das Übliche. Ich bin mal wieder am Zweifeln, was das alles soll mit der Kunst. Im Moment geht einfach überhaupt nichts mehr. Du kennst das doch schon von mir. Ich stelle dann immer gleich alles in Frage. Grundgefühl, Beruf verfehlt. Kelsey trainiert seine Jungs heute wieder in der Schwimmhalle. Hartes Trainingsprogramm. Aber von nichts kommt nichts. In der Schwimmhalle? Bist du sicher? Ja, Kelsey hat's mir erzählt. Wo hast du den denn getroffen? Du, gestern Abend im Foxy. War 80s Night. Seit wann interessierst du dich denn für sowas? Ich war nur ganz kurz da. Schwöre ich. Das habe ich jetzt total vergessen. Ich bin ja noch mit Tobi verabredet. Was? Ja, es tut mir leid. Ich bin ein Schussel. Aber unsere Shoppingtour, das holen wir nach. Versprochen. Ein andermal. Für mich? Ja, als kleine Entschuldigung. Das ist aber süß. Das wäre doch nicht gültig gewesen. Doch, kannst du gar nicht vorstellen, wie mir das im Magen liegt. Mann, diese ganze bescheuerte Aktion in einer Wohnung mit dem Kochen. Du hattest so eine schöne Wohnung. Vorher. Das wird sie auch schon wieder. Ich habe alles mit Frau Detmer schon geregelt. Die managt das. Und mit deiner Versicherung, da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Doch, weißt du, die ganze Rennerei. Du hast einfach nur Ärger wegen mir. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann muss ich mir einfach nur sagen. Ja, das ist sehr lieb von dir, aber ich habe das schon im Griff. Das ist alles halb so wild. Ist denn wenigstens dein Hotelzimmer in Ordnung? Sandra, jetzt ganz ehrlich, du musst dir da keine Vorwürfe machen. Ja, ich habe ja auch einfach nur so mal eben deine Wohnung eliminiert. Das betrifft mehr oder weniger doch nur die Einrichtung. Und die kann ich mir jetzt neu besorgen. Eigentlich müsste ich mich bei dir bedanken. Mensch, du musst die Sache positiv sehen. Ich kann jetzt losziehen und mir die Top-Designer-Möbel holen. Mensch, das ist doch wie Weihnachten, oder? Das weiß ich. Deswegen will ich doch diese Mammographie. Nein, morgen nützt mir das überhaupt nichts. Es muss heute klappen. Ich werde sonst wahnsinnig. Ich halte diese Ungewissheit keinen Tag länger aus. Ja. Wenn das ginge. Nein, das ist kein Problem. Ich setze mich gerne ins Wartezimmer. Ja, mein Name ist Regina Zirkowski. Natürlich nicht. Haben Sie vielen Dank. Wiederhören. Hallo. Oh. Schaffenskrise schon überwunden? Ja, schön wär's. Aber guck dir das doch mal an. Alles eine Soße. So sieht's aus. Ja, eine durchaus ungewöhnliche Farbkombination. Eher etwas unfarbig. Sind dir die Farben ausgegangen? Ja, genau. Mir sind die Farben ausgegangen. Und zwar im Kopf. Es ist alles noch düster und leer in mir. Das ist alles. Du bist die Beste. Das weiß ich. Aber es kann nicht jeden Tag ein Meisterwerk rauskommen. Das muss auch meine Lieblingsmalerin akzeptieren. Es lässt sich nicht erzwingen. Kunst findet nicht zwischen 10 und 12 statt oder so. Halt mich einfach nur ganz fest, ja. Na also, es geht doch. Matthias? Ja? Was liebst du eigentlich an mir? Alles. Ich liebe alles an dir. Zum Beispiel, dass du heimlich joggst oder heimlich Esoterik-Seminare belegst. Aber am allermeisten liebe ich dein Temperament, das du wie immer völlig unter Kontrolle hast. Was? Na, ich wollte sagen, es wird nie langweilig mit dir. Ein ernstes Gespräch ist mit dir wohl gar nicht mehr möglich. Aber, Regina.
voll von der Rolle, ey. Dich hat's ja krass erwischt. Na, hör bloß auf, du. Ich hab's dir doch erzählt, die Geschichte mit der Wohnung. Ja, voll krass, oder nicht? Die ganze Bude abgefackelt, derbe. Ja, das ist mir eigentlich egal, aber Sandra und ich, bei uns, da ist einfach der Wurm drin. Sie nimmt alles zu Herzen. Ich komme einfach nicht mehr an sie ran. Kim, jetzt lacht er über mich, über seinen Chef und Meister. Oh, und das auch noch während der Arbeitszeit. Nee. Ich habe ja schon Feierabend. Ich lache hier auf meine eigene Rechnung. Bedien dich. Dankeschön. Danke. Weißt du, ich habe eine Idee. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass Sandra sich irgendwie so schuldig fühlt wegen der Wohnung. Da lässt sich hundertprozentig gut was draus machen, meinst du nicht? Wie jetzt? Du gibst mir Tipps in puncto Frauen? Ja, natürlich. Pass mal auf, das ist doch ganz easy. Du löst knifflige Matheaufgaben mit deinen Schülern online. Quasi wie beim Chat. Die Idee ist klasse. Die Kids werden drauf fliegen. Tja, bin noch mal gespannt, ob sich die Kids überhaupt auf meine Mathe-Set verirren werden. Bestimmt. Wir werden einfach von jeder Seite der Schule einen Link drauflegen. Mhm. Wie viele Links habt ihr denn geplant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit einer Menschen 8. Wow. Das wächst sich ja zum richtig großen Projekt aus. Ja. Und mit Seiz wie deiner kriegen wir auch das Kultusministerium mit ins Boot. Wir werden sehen, wie die Kinder auf diese Seite anspringen, auch außerhalb der regulären Schulzeiten. Das funktioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Du bist fantastisch. Ich wünschte manchmal, ich könnte meine dicke Scheibe von deinem Optimismus abschneiden. Ja, könnte ich brauchen, vor allem zur Zeit. Geht's dir immer noch so übel wegen Carlos und seiner angeschwärzten Wohnung? Tja, jetzt ist auch noch raus, wie lange das dauern wird mit dem Renovieren. Mindestens 2 Wochen. Das heißt also, Carlos geht für 2 Wochen ins Hotel? Genau. Und du stehst auf diesen Typen? Ja, und wie? Das habe ich ja wieder mal glücklich geschafft. Das Projekt Liebe habe ich versenkt. Wahrscheinlich war das Ganze sowieso nur eine Spinnerei. Der Typ schaut einfach eine Nummer zu gut für mich aus. Also über Geschmack lässt sich streiten. Welcher Typ sieht schon gut aus? Da kann man ziemlich drüber sich in die Haare kriegen. Mir gefällt er jedenfalls. Dummerweise ist er auch noch jünger als ich. Der kann noch die tollsten Frauen haben. Ganze Palette, rauf und runter. Anscheinend hat er aber ein Auge auf dich geworfen. Und jetzt hör auf, dein Licht unter den Scheffel zu stellen. Du bist selber eine klasse Frau. Danke. Ja. Auch wenn ich eine Chance gehabt habe, die habe ich mir gründlich versaut mit dieser blöden Brandstiftung. Du bist hübsch. Und du bist blond. Und du warst eigentlich ziemlich intelligent, jedenfalls bisher. Hey, hey, was willst du denn damit sagen? Nicht nur blond, sondern auch blind? Carlos wird dir praktisch auf dem Silbertablett serviert. Du brauchst nur noch zuzugreifen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na, dann werde ich dir das mal erklären. Hey, es solltest du keine Show machen. Eine Medaille gibt's auch nicht. Ausdauer ist angesagt. Weiß ich doch. Ich hab doch meine Bahn gemacht, Chef. Hatte ich schon Gerücht. Ich hab mitgezählt, Freddy. Hey, was ist los, Jungs? Ihr wollt doch nicht schlapp machen. 4 Bahnen noch. Immer die Arme schön nach vorne. Nach hinten durchziehen. Come on, move. 3 Bahnen noch. 3. Entschuldigung, ich wollte nur... Ich habe leider keine Zeit. Freddy, come on. Schneller, schneller. Dr. Joachims bitte dringend in die Notaufnahme. Dr. Joachims bitte. Ich sag Ihnen, Krebs, da kann man nichts machen. Wenn das in der Familie liegt, kann Ihnen keiner helfen. Was für ein Glück. In meiner Familie hat es niemand. Uns hat es fast die Hälfte der Frauen über 40, müssen Sie wissen. Das ist ja schrecklich. Bösartig ist es. Bösartig. Mir haben Sie ja schon vor Jahren die Brust abgenommen. Und heute? Was soll heute hier mit Ihnen passieren? Ich bin jedes Jahr 2-mal zur Nachsorge hier. Denn das kann ja jederzeit wiederkommen. Frau Zerkowski? Ja. Sehr schön. Das war ja jetzt gar nicht so lange. Nein, nein, das kann schon noch dauern. Sie müssen noch dieses Formular hier ausfüllen. Oben bitte Name und Adresse. Und hier unten, das ist für uns sehr wichtig, Ihre familiäre Disposition. Haben Sie Fälle von Brustkrebs in der Familie? Ja, meine
Großmutter hatte Probleme damit und... Ja? Meine Tante auch. Sie ist mit 45 an Brustkrebs gestorben. Hey, come on, you guys. Durchziehen, richtig durchziehen. Hey, einen Moment noch. Zieh das weiter durch. Vorhin waren meine Jungs alle am Ende. Da muss ich unbedingt aufpassen, dass sie beim Training nicht mogeln. Und besonders Freddy ist so ein Fall. Ja, es tut mir leid, dass ich so beschäftigt bin, aber jetzt habe ich Zeit. Die Jungs können sich noch ein bisschen ausspinnen. Ich hoffe, sie verstehen das, oder? Ja, irgendwie schon. Und was fühlt sie hierher? Sie sind doch nicht zum Schwimmen hier, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich bräuchte noch ein paar Infos für meinen Artikel. Aha. Hätten Sie noch mal Zeit für ein Gespräch? Klar, die Zeit nehme ich mir. Wie wär's morgen zum Frühstück? Ganz relaxed. Ja, das wäre super. Gut, freue mich. Dann bis morgen. See you then. Bye. Bye. Ich hoffe, es war nicht zu plötzlich für dich, meine Einladung. Gar nichts. Ich hätte mich heute sowieso noch bei dir gemeldet. Hm. Na, dann hoffe ich, es war nicht zu schwierig, hierher zu kommen. Ach was, wie schon gesagt, du bist mir nur knapp zuvor gekommen. So, voilà. Hier ist der Grenadine-Dschungelflip à la Sandra. Das müsste noch und das. Danke. Hm. Nachdem du ja nun weißt, wie es wirklich steht um meine Fähigkeit in der Küche, habe ich gedacht, könnte dich mit dem Cocktail beeindrucken. Ja, farblich sieht der ja schon mal sehr interessant aus. Alle Farben sind freundlicher als schwarz. Du hast ja echt eine schöne Wohnung hier. Wohnst du schon immer alleine? Ja, leider. Ich habe mal eine Zeit lang mit meiner kleinen Schwester zusammen gewohnt. Hm, interessant. Ja, Gott, wo soll ich anfangen? Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Tue ich dich eigentlich auch. Ich weiß nur nicht. Cheers. Salut. Könnte ich bei dir wohnen? Möchtest du nicht bei mir wohnen? Ja, vielleicht wäre es besser, ich komme morgen wieder. Gemeinsam mit meinem Mann, meine ich. Aber das Ergebnis Ihrer Mammographie liegt vor. Und es ist meine Aufgabe, Ihnen das... Nein, nein, bitte sagen Sie nichts. Ich halte es nicht aus. Wurde Ihnen präsentiert vom Ersten und Nestle LC1 Drink, dem Joghurt-Drink zur Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte. Endlich! Deine Lieblinge nur für dich! Der neue Marienhof-Kalender für das Jahr 2001 mit tollen Fotos eurer Lieblingsstars ist da. Hol ihn dir jetzt!